Jeroen, 0-1 bei Magdeburg, deine Worte kurz nach dem Spiel? Ja, das tut natürlich weh. Wir haben ein, glaube ich, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die hatten erste Halbzeit anderthalb Möglichkeiten, zweite Halbzeit hatten die gar keinen Torschuss gehabt, bis auf den Elfer. Ja, wir hatten auch zweite Halbzeit sehr gute Möglichkeiten, wenn wir das besser rausspielen. Vielleicht klappt es dann mit dem Tor, aber ja, wir haben gut gekämpft, wir haben nicht zugelassen, wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir wollten hier unbedingt was holen. Sind tief gestanden in der ersten Halbzeit, das hat man, glaube ich, gesehen, haben jeden Ball verteidigt, haben, denke ich, auch gut verteidigt in der ersten Halbzeit. Haben das in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch wieder weitergeführt. Klar hat Magdeburg ein, zwei Chancen durch Standards, dass sie wieder gefährlich ist mit der Körpergröße vom Back und so. Das war uns schon bewusst, aber insgesamt haben wir eigentlich gut verteidigt. Ja gut, ich glaube, Tritz rutscht aus, das passiert halt mal. Steph hat genug Spiele gut gemacht bei uns und ja, den bauen wir jetzt ein bisschen auf, es hilft ja nichts. Am Dienstag kommt das nächste Spiel und am Freitag nach dem drauf auch und jetzt müssen wir uns wieder fangen. Nach dem 0-1 hat man ein bisschen gespürt, dass nochmal so ein Aufbäumen kam, war es dann vielleicht trotzdem zu wenig, das in der letzten halben Stunde nur abzurufen? Ja, das stimmt, das war zu spät. Hätten wir von vornherein so gespielt, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Wir haben es erst nach dem Rückstand versucht zu spielen. Wenn wir es von vornherein spielen, dann sieht das wahrscheinlich anders aus. Warum würdest du sagen, seid ihr auswärts so schwach? Ja, weil wir keine Tore schießen. Und wenn wir Tore schießen, dann ist es zu spät. Sicher nicht leicht, beim Tabellenzweiten aufzutreten, trotzdem zu wenig, dann nur in der letzten halben Stunde nochmal Gas zu geben? Ja, wie gesagt, wir wollten was mitnehmen. Uns war echt schon bewusst, dass sie stark sind. Wir wussten, dass sie auch viele lange Bälle auf den Back schlagen. Gut, alles kann man nicht verhindern, aber ja, wie gesagt, egal welches Team kommt, jedes Team ist schlagbar, ob es letzte ist, erste ist, die Liga ist verrückt, das hat man gesehen. Und ja, wir haben leider heute nichts mitgenommen, jetzt müssen wir am Dienstag zu Hause was mitnehmen.